Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es wieder um Orchideen im Wasser, in Wasserkultur. Und heute zeige ich euch, wie man kleine Jungpflanzen oder Jungpflanzen auf Wasserkultur vorbereitet und umstellt und quasi die Wurzeln gewöhnt an die Wasserkultur. Hier habe ich so ein Orchideenkindel und das wird seit ein paar Wochen auf Wasserkultur umgestellt. Sitzt in so einem kleinen Becher und hat so eine Moosfaser mit drin und ein bisschen Wasser. Wie immer ungefähr 1 cm auf dem Boden von dem Behälter, was ihr verwendet. Wie man sieht, da haben sich schon ein bisschen Algen gebildet, weil das Kind steht unter Zusatzbeleuchtung. Ja, wie man sieht, hat das ein kleines neues Blättchen geschoben und fängt auch an, neue Wurzeln zu schieben. Und diese Wurzel hier hat sie verlängert in das Wasser. Ursprünglich hatte sie diese hier und die andere, die das nicht geschafft hat. Nichtsdestotrotz bleibt sie noch im Becher, da wird nichts weggeschnitten. Und ja, ich werde sehen nach einer Zeit, welche Wurzeln überleben, welche Wurzeln neu wachsen. Und dann wird nach einem Jahr aussortiert, auch dieses Moos kommt dann weg. Wenn sie genug Wurzeln nach unten geschoben hat, wird das Moos entfernt und die bleibt in einer reinen Wasserkultur und fertig. Dann wächst sie so weiter. Das Moos erleichtert nur der Jungpflanze das, also das Anwachsen quasi. Erhöht ein bisschen die Luftfeuchtigkeit oben am Stamm, nur ihr dürft nicht direkt am Stamm das Moos platzieren, denn sonst entsteht volle Gefahr. Ja, na, und das ist vorübergehend und bei Jungpflanzen. Das könnt ihr auch bei wurzellosen Pflanzen praktizieren, die Wurzeln verloren haben und ihr die in Wasserkultur kultiviert. Das erleichtert den Pflanzen das Wurzelwachstum und erhöht die Luftfeuchtigkeit an der Basis, also fast an der Basis. Ja, und kann ganz leicht entfernt werden. Ja, dann wächst sie halt komplett in Wasserkultur. Aber das ist so ein Trick, wie man quasi noch junge Pflanzen oder wurzellose an die Wasserkultur gewöhnt. Wie man sieht, schiebt sie ein gesundes kleines Blättchen und die anderen Blätter sind auch super. Es ist eine Primärhybride, keine Multihybride. Mal gucken, wie die sich in der Wasserkultur fühlt. Ich habe ja die Longchings Baby im Wasser und die wächst prächtig. Davon habe ich Videos auf meinem Kanal. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da mal reinschauen. Das ist hier eine neue Kandidatin, also eine neue, eine Primärhybride in Wasserkultur, ein neuer Versuch. Und mal gucken, ich denke mal, sie fühlt sich sehr gut, weil die Primärhybriden allgemein es feuchter mögen. Und wir werden schauen. Es gibt natürlich auch zu dieser Pflanze dann Updates. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.